Alles begann vor 300 Jahren mit der Entdeckung eines Alien-Artefakts. Unter dem alten Golf von Mexiko fand man den schwarzen Marker. Er schien unbegrenzte Energie zu versprechen, bis er Demenz, Wahnsinn und ein monströses Leben nach dem Tod namens Necromorphs hervorbrachte. Was genau beim Desaster um den originalen schwarzen Marker geschah, wurde vertuscht und verschleiert. Zu spät jedoch, um die Gründung einer ganzen Religion im Namen Michael Altmans, eines seiner Erforscher, zu verhindern. Sein fragwürdiger Tod machte ihn zu einem Märtyrer und Unitology war geboren. Bis heute gedeiht diese geheimnisvolle Organisation, die die Marker für göttlich hält und für uns alle eine glorreiche Vereinigung von Geist, Körper und Verstand erstrebt. Generationen nach dem Desaster um den schwarzen Marker sah die Menschheit sich aufgrund schwindender Ressourcen mit ihrem eigenen Aussterben konfrontiert. Verzweifelt versuchte man, den schwarzen Marker zu reproduzieren, um seine unbegrenzten Energien nutzbar zu machen. Die Aufzeichnungen aus dieser Zeit sind missverständlich. Doch wissen wir heute, dass die Reproduktion erfolgreich und ihr Preis zu hoch war. Alle Markerkopien wurden an geheimen Orten im ganzen Universum vergraben, wo sie zu unser allerbesten hätten bleiben müssen. Doch stieß das Abbauschiff USG Ishimura während einer illegalen Abbauoperation auf Aegis 7 200 Jahre später auf eine der vergessenen Kopien, einen roten Marker, und leitete damit eine neue Welle der Markerinfektionen ein. Eine überlebende Schlüsselperson dieses Vorfalls war ein Ingenieur namens Isaac Clarke. Der Marker sprach zu ihm und hinterließ ihm ein Geschenk, einen mentalen Plan des Markers. Isaac wurde von Earthgov gefangen genommen und gefoltert, sein Verstand nach den Geheimnissen des Markers durchforstet. Das Markerprogramm wurde alsdann wiederbelebt und man baute einen neuen auf der beliebten Titan Sprawl. Doch das Desaster ließ nicht lange auf sich warten. Isaac konnte fliehen, wenn auch nur um Haaresbreite. Von der Sprawl blieb nur Staub übrig, genau wie von Aegis 7 zuvor. Seit dieser Zeit hat sich die Markerkrise nur noch weiter verdichtet. Und Isaac Clarke, dessen vom Marker berührter Verstand mit dem Wissen brannte, wie man den Marker nachbilden und auch zerstören kann, hielt sich im Verborgenen, fest entschlossen, sich von den Markern und all ihren Erzeugnissen fernzuhalten. Aber es gibt noch Hoffnung. Ein Eisplanet, auf dem jemand es vor 200 Jahren irgendwie schaffte, die Erhebung eines Markers aufzuhalten. Ein Fingerzeig aus der Vergangenheit, der unsere Zukunft retten könnte. Alpha-Niner, your Whiskey 250. Alpha-Niner, your Whiskey 250. Serrano, hören Sie mich? Nimm? Oh Gott sei Dank, haben Sie es gefunden? Gefunden? Doc, ich weiß nicht mal, wonach wir suchen. Folgen Sie einfach dem Wegpunkt, den ich Ihnen schickte. Ich kann Ihnen nicht mehr sagen. Nur dorthin, schnell, hören Sie! Wir müssen dorthin, oder haben Sie verloren? Und damit herzlich willkommen zu Dead Space 3. Wir spielen dieses kleine Let's Play von 2000.
13, also dementsprechend erwartet nicht so viel von der Grafik, wobei ich sagen muss, ich finde das bisher schon richtig gut. Und wir bekommen ja auch gleich die erste Anweisung, drücke und halte B. Und wie mache ich das jetzt? Anzug. Was? Anzugstation? Bank? Ziel. Okay, also... Ah, jetzt kommt hier dieses bläuliche. Da gehen wir doch mal lang. Die Steuerung ist für mich sehr ungewohnt. Es geht mit Maus. Kann ich hier die Richtungen zeigen? Und so laufe ich zur Seite. Okay. Ich muss es mal auf meinem Ohr ein bisschen leiser machen. Du schaffst das. Er zählt auf dich. Du bist doch Soldat, oder? Richtig. Die Waffe ist nicht mehr geladen. Oh, das ist nicht schön, dass die Waffe nicht geladen ist. Das, ich hätte schon gerne, dass die Waffe geladen ist. Wir spielen hier nämlich einen Third-Person-Shooter. Und das macht sich ohne Waffe bzw. ohne Munition ein bisschen schlecht. Wir gucken einfach mal. Wir suchen jetzt irgendetwas. Wir wissen nicht, was wir suchen. Wir wissen nur, dass das Ziel irgendwo da hinten ist. Oh. Oh nein. Prolog Anfänge. Taurol Volantis. Rennen. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich finde das ziemlich cool. So, wollen wir weitersehen? Hey Doc, ich hab's gefunden. Gut. Kommen Sie rein? Es ist komplett abgeriegelt. Sehen Sie sich um, es muss einen Weg geben. Also scheinbar haben wir nach diesem Schiff gesucht hier, nach diesem Raumschiff. Oh, oh, oh. Oh, das ist mein Mausrad. Okay, damit kann ich schon mal nachher Waffen auswählen. The Mule? The Mule. Endlich. Munition. Yay. Eh aufheben. Okay. Na, ob ich mir die Steuerung merke? Mal sehen. Halte zum Ziel. Aha, okay. Okay. Also ich finde es großartig, dass ich mich hier so detailliert umgucken kann. So, dann schauen wir mal. Reinkommen könnte. Ups. Jesus. Nach einem Zylinder von etwa einem halben Meter Länge. Können Sie ihn sehen? Wir suchen nach einem Zylinder. Jetzt bin ich erstmal ganz kurz. Moment mal, wir sind hier gerade angegriffen worden von etwas? Der Typ hier ist irgendwie weg.
ich das hier vielleicht aufheben? Bei mir blinkt hier hinten irgendwas. Es blinkt rot. Das möchte ich nicht. Warum blinkt das rot? Ist das meine Gesundheitsanzeige? Scheiße. Das ist bestimmt meine Gesundheitsanzeige. Kriege ich irgendwo Medikits her oder so, bitte? That's kind of disgusting. Okay. Machen? Klettern, drücke E. Ja, schön. Weil ich habe nicht das Bedürfnis, da hoch zu klettern eigentlich. Sicher und so, ne? Ich hab ihn! Doc, ich hab ihn! Oh! Mache. Bin ich jetzt tot? Nee, er bewegt sich noch. Ich bin also nicht gestorben. Das ist schon mal gut. Aber ich habe keine Ahnung, was ich hier gerade gemacht habe. Ob ich überhaupt was gemacht habe. Vielleicht hat er es auch irgendwie selber gemacht. Oh. Aha. Tapfere junge Soldaten, jeder einzelne von ihnen. General Mahat, Sir. Wo ist Dr. Serrano? Earl Serrano, stets der Optimist. Er sagte, ich soll das in die Stadt bringen. Er sagte, es wäre noch Zeit, es aufzuhalten, Sir. Es ist noch nicht zu spät. Wir haben die Kontrolle verloren. Und jetzt müssen wir der Erde und den souveränen Kolonien zuliebe das Richtige tun.
Lieben Sie die Erde, Junge? Ihre Mom, Ihren Dad? Ja, ja, Sir, natürlich. Gut. Schön zu hören. Wird gelöscht, okay. Der unser Hauptcharakter sein wird durch dieses Spiel. Sind Sie Isaac Clark? Finger weg von mir! Antworten Sie! Er ist es. Wer zum Henker sind Sie? Helfen Sie ihm hoch! Hoch! Ich habe nicht viel Zeit, also werde ich mich kurz fassen. Meines Wissens sind Sie sowas wie ein Marker-Experte. Sie erschufen einen... Einen Scheiß erschuf ich! Die Regierung zwang mich. Und Sie haben zwei zerstört und deshalb sind wir hier. Wir haben einen Job für Sie. Nein. Nein! Damit bin ich fertig. Suchen Sie sich den anderen für Ihr Selbstmordkommando. Haben wir. Und bevor wir den Kontakt zu ihr verloren, sagte sie, wir sollen sie suchen. Mary. Wo ist sie? Was haben Sie ihr angetan? Wo ist sie? Unitologen sind in die innere Wartehalle vorgedrungen. Wir können sie nicht stoppen. Uns war die Zeit davon. Wir müssen los. Sie ist ganz allein da draußen, Isaac. Und ich kann ihr nur helfen, wenn Sie mir helfen. Okay. Okay. Hier. Dann los. Jetzt hat er ein Bild von sich aufgehoben. Medipacks! Wuhu! Drücke Q, um Medipack zu nutzen. Aha, also wie Sie sehen, also hier hinten ist tatsächlich unsere Gesundheitsanzeige drauf. Jetzt hat er ein falsches Bild mitgenommen von sich selber, nämlich ich dachte eigentlich, er wollte jetzt das von Ellie mitnehmen. So, was ist das hier alles? Wiedergabe, Nachricht 33. Anrufer, Earthrise Apartment. Diese Nachricht ist für die Bewohner von Apartment 16. Ihre Miete ist überfällig. Dies ist Ihre letzte Benachrichtigung. Sollten Sie nicht binnen 3 Tagen bezahlen, wird das Apartment geräumt. Okay, also wir haben also schon eine ganze Weile unsere Miete nicht bezahlt. Das ist ja wie im wahren Leben hier.